29. Juni 2019, die 10. Brücke zwischen Liechtenstein und Werdenberg können eingeweiht werden. Freude herrscht, ein Brückenschlag zwischen Vaduz und Bux. Du, Manfred Bischof, was ist das da für ein Gefühl, dass das so ein bisschen schüttelt und tut? Das ist okay, also das hebt gut und ich bin davon überzeugt, dass das perfekt konstruiert ist. Und das muss im Moment so sein. Jetzt sind wir auch viele Leute da und es kommt gut. Und weißt du, was habe ich gehört? Das haben die Schweizer ausnahmsweise mal noch mehr zahlt als Liechtensteiner. Kann das sein? Ja, in dem Fall schon. Das ist richtig. Vorarbeiten für die Wappen müssen anbringen auf der Brücke. Ein gemischtes Publikum auf der Brücke und viel Freude. Du Hans-Rudi, was ist los? Was? Du stehst auf der falschen Seite. Ja, man muss auch mit den Nachbarn freundlich sein. Oder? Ja, wenn aber... wenn man nur da steht, auf der anderen Seite. Aber schon. Du, Hans, warum bist denn du auf dieser Seite? Wieso bin ich auf dieser Seite? Ja. Ich habe es etwa gleich wie er. Und ich muss jetzt noch die letzten Fotos machen von der ganzen Brücke. Und dann geht von Liechtensteins Seite aus besser? Das macht ja sicher. Ich verwische nachher die Schweizer da vorne alles zusammen. Ah. Und bis jetzt habe ich nachher 1800 Fotos seit dem Anfang bis zum Schluss. Unglaublich, hey, du. Der Konkurrenz, Hans-Rudi? Das macht nichts. Macht nichts. Ich fürchte nicht. Die Konkurrenz fürchte ich sowieso nicht. Es schüttelt ein bisschen, hä? Ja, hoffentlich auch, aber ist stabil. Traust du dem Zeug? Unsere Freundschaft zwischen Vaduz und Bux hebt. Ah. Wenn es zwischen dir ein bisschen vibriert, aber es muss zwischen dir. Also die Freundschaft vibriert oder Bruck? Ja, Freundschaft. Freundschaft vibriert oder Bruck? Nein, zwischen dir tun zwischen Freunden vibriert es manchmal ein ganz bisschen. Das muss so sein. Man ist sich nicht immer 100% einig, aber... Im Grossen und Ganzen eben schon. Da kommt man weiter, oder? Mein Manfred, das wird noch literarisch hier auf dieser Brücke oben. Ja, das wird heute ein sehr spannender Moment, weil es ist auch irgendwo die erste Brücke zwischen Bux und Vaduz. Also machen wir schon Sachen. Also es ist ein spezieller Moment. Ein spezieller Moment, wo sich auch der Marc Mechler, Bauchef von Kanton St. Gallen, in Nelo hat. Und dann hat der Martin Fromm das Publikum begrüßt. Die Schweizerinnen und Schweizer bitte auf die Schweizer Seite gehen, Brückenkopf. Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner, bitte auf der Liechtensteiner Seite, damit wir pünktlich in 5 Minuten starten kann mit der grossen Öffnung von dieser neuen Rheinbrücke. Ja, Marc Mechler, jetzt wird es wieder hergestellt, die Ordnung. He? Links vom Rhein. Nochmal schnell. Es wird die Ordnung wieder hergestellt hier. Genau. Hier die Schweizer, da Liechtensteiner. He? Das ist richtig, wir stehen zumindest auf der richtigen Seite. Und Sie haben jetzt so also einen Winzerlook, hat geheißen nicht schwarz, hat das einen Grund, wissen Sie das? Ja, eigentlich wäre mein T-Shirt gekommen, aber es ist dann gestanden mit Anzug und der gefundenen Schwarzen ist definitiv zu heiss heute. Und dass er so schüttelt da, jetzt hast du mir das so ein bisschen speziell eingefahren, schüttelt da auf dieser Brücke, haben Sie schon gemerkt? Ich spüre jetzt das nicht schon, weil ich vor kurzem 2 Hängebrücken nicht einweihen und dort schüttelt es definitiv mehr. Für mich ist das recht eine stabile Brücke. Also was spielst du so, als Bayer oder als Schweizer? Als Bayer, der lange in der Schweiz lebt und jetzt für Liechtenstein und die Schweiz spielt. Ein spezieller Moment, hä? Ja, du, tipptopp, also, eben. Internationaler geht es nicht mehr, hä? Nein, viel nicht mehr. Und du gibst den Ton an mit deiner Trompete? Nein, ich muss jetzt nicht ein Signal geben, jetzt musst du den... Aha. Jetzt geht's denn los. Pünktlich 10:30. Grüezi Schweiz, hoi Liechtenstein. Herzlich willkommen zur Eröffnung der neuen Rheinbrücke hier. Ich darf jetzt alle Gäste bitten, sich gegen die Brücke Mitte zu bewegen, damit man hier die Eröffnungs- und Einweihungsfeier vorne kommt. Musikalisch umrahmt wird die Feier von 2 Kleinformationen. Vom musikfreien Bux Revis, die Vocalinos, und von Harmoniemusik Vaduz, passend aus der Residenz, die Brassidenz. Bitte jetzt also alle Gäste zur Brücke Mitte kommen, zur Eröffnung und zum Eröffnungsmarsch. Jetzt bitte die Vocalinos und die Brassidenz mit der Trumpet Tune von Henry Purcell.
Danke. Danke für die feierliche musikalische Eröffnung mit der Trumpet-Tune von Henry Purcell, vom britischen Komponist. Der beiden Formationen von Harmoniemusik. Von Dutz, die Präsidents und vom musikfreien Buchsref ist die Boccalinos. Es freut uns sehr, liebe Gäste, so viel Ihre Gäste begrüßen zu dürfen bei der Eröffnung dieser neuen Brücke im Namen des Freien Agglomeration Werderberg-Liechtenstein und im Namen natürlich auch von der Standortgemeinde Bux und von Dutz. Herzlich willkommen zu dem Festakt hier auf der Brücke. Am besonderen Gruß richten wir an die beiden Regierungsvertreter. Das ist vom Baudepartement vom Kanton St. Gallen, der Regierungsrat Marc Mechler. Willkommen, grüezi. Und Liechtensteiner Regierungsvertreter ist der Infrastrukturminister, der Regierungschef Stellvertreter Daniel Risch. Hoi. Morgen. Also, das sind die Wappen, die man hier in der Mitte in der Brücke verankern wird, als sichtbares Zeichen, dass das wirklich ein deutsches Gemeinschaftswerk ist von Liechtenstein und von der Schweiz. Also, zuerst Ruben, jetzt einmal der Baudepartementschef vom Kanton St. Gallen, der Marc Mechler, und der Regierungschef Stellvertreter Daniel Risch, Infrastrukturminister von Liechtenstein. Der kommt von wegen Politiker und linke Hände. In der Tür. In der Tür. Gut abzuhören, jawohl. Souverän. Ganz souveräne Sache. Super Schrauber. So, das ist eine Empfehlung für die Karriere nach der Politik. Vielen Dank unserem Baupersonal. Dankeschön. Wir freuen uns, dass wir miteinander die Brücke heute einweihen dürfen. Wir Katholische segnen ja viel. Und eine Brücke segne ich eigentlich auch ganz gern, weil es ist ein schönes Zeichen fürs Miteinander, nicht nur zwischen zwei Ländern, sondern auch zwischen den einzelnen Menschen. Wir danken dir für das gelungene Bauwerk. Wir danken dir für alle, die dafür geplant und daran gearbeitet haben. Wir danken dir für alle, die das nötige Geld dazu gesprochen haben. Und wir danken dir für alle Bewahrung im Bau. Wir wünschen uns für die neue Brücke, dass sie den Zweck, den sie dafür gebaut worden ist, auch tatsächlich erfüllt. Und wir segnen darum die Brücke im Namen des dreieinigen Gott, dass sie bewahrt bleibt vor Katastrophen und die Menschen darauf vor Unfällen. Dass eine noch engere Verbindung von diesen beiden Ländern und den Menschen auf beiden Seiten vom Rhein entsteht. Und dass mit ihnen auch gegenseitiges Verständnis und Anteilnahme an den Freuden und Leiden der Menschen auf beiden Flussseiten gefördert wird. Amen. Lasset uns beten. Herr unser Gott, du willst, dass die Menschen aller Art zueinander kommen. Du vereinst, was getrennt ist. So bitten wir dich voll Vertrauen. Segne diese Brücke, die gebaut wurde. Sie gewähre sicheren Übergang und erleichtere unsere Wege. Halte Gefahren von uns fern und bewahre uns vor Schaden an Leib und Seele. Lass uns in dieser Brücke auch ein Bild unseres Lebens sehen und eine Mahnung, Gräben zwischen den Menschen zu überwinden. Das gewähre uns durch Christus Jesus, unseren Herrn. Amen. Das gewähre euch, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ja, danke vielmals, geschätzte Damen und Herren. Es ist wunderbar, dass wir hier auf einer gesegneten Brücke stehen dürfen. Auf der Schweizer Seite ist das nicht so üblich, dass sie gesegnet wird. Und ich finde das sehr berührend, sehr schön. Danke den beiden Pfarrern. Ja, mit dem Aglo-Programm verfolgen wir seit 10 Jahren das Ziel, dass wir einander näher kommen über den Rhein, dass wir unsere Zukunft gemeinsam anschauen, versuchen zu gestalten. Und es gibt dann immer wieder so symbolische Momente, wo man sagen kann, okay, jetzt haben wir wieder ein Zwischenziel erreicht auf dem Weg von mehr gemeinsam, von intensiver miteinander. Und heute ist einer von diesen freudigen Tagen. Es hat zwischendurch auch schwierige Situationen jeweils. Das ist in allen
näheren Beziehungen, sagen wir mal so. Und da haben wir jetzt einen Meilenstein erreicht und ich freue mich sehr, sehr, sehr stark. Wahnsinnig, trotz Krawatten. Würde ich jetzt ein Schweizer, wenn ich anders würde anstehen. Ich freue mich auch. Es ist wunderbar, dass wir heute miteinander das feiern dürfen. Es ist auch sehr schön, dass wir jetzt direkte Nachbarn geworden sind. Kaduz und Buchs. Das sind wir zwar irgendwie auf der Landkarte gewesen, aber ich glaube, mit dieser Brücke ist es einfach etwas anderes. Gell, Manfred? Ja. Ja, der Manfred Bischof ist gerade angesprochen worden. Dankeschön am Stadtpräsidenten von Buchs und jetzt sein Kollege. Obadot, der Bürgermeister Manfred Bischof. Ja, geschätzte Besucherinnen und Besucher von dieser Brockeneröffnung. Ja, es ist richtig, es ist ein fröhlicher Tag heute und dass es ja, die erste Wegverbindung, die direkte erste Wegverbindung ab dem Durchschnitt von dem Band nachher gibt zwischen Buchs und Obadot, das ist einfach sensationell. Und ich durfte das ganze Projekt jetzt miterleben und ich freue mich heute riesig, dass wir das eröffnen dürfen. Und ich denke, es ist richtig und wichtig, dass wir dem jetzt entgegenstehen und dass wir die Brücke eröffnen. Und nachher laden wir euch gerne alle ein am Festplatz an, auf der Dotzer Seite und geniessen den Tag noch. 5, 4, 3, 2, 1 und Brücke frei! Juhu! Bravo! Wow! Jo, hey! Schön! Danke, das ist nicht ganz so. Dankeschön, liebe Festgäste, damit sind wir durch hier mit der Einweihungszeremonie auf der Brücke. Es ist wirklich ein super schöner Tag, gelungenes Werk und sind alle zufrieden, denke ich, gemeinsam. Georg! Ja! Zu Fuß oder mit dem Velo? Ja, ich bin schon mit dem Rad hier. Aber es gibt natürlich noch zwei Wermutstropfen. Ja, genau. Der schöne Brücke. Ja, genau. Es ist, dass Buchs kein Winterdienst will, obwohl es dringend nötig ist. Und das andere ist auf der Verdotzer Seite die Autosituation. Ich wüsste noch einen dritten. Ja, was ist der dritte? Wenn du dich auf der Brücke mit dem Karl-Heinz treffen würdest, wer würde in dir reinfliegen? Kein. Nee. Nein, nein. Wir sind sachlich nicht auf der gleichen Linie, aber sonst verstehen wir uns gut. Es gibt wahrscheinlich einen Wermutstropfen, sagt da ein Liechtensteiner. Die Schweizer will ich einen Winterdienst machen. Kann man da etwas machen dafür? Brauchen wir überhaupt einen Winterdienst? Ja, der Georg Seele, der sagt das natürlich. Dann tun wir das noch regeln, würde ich sagen. Freundschaftlich, wie wir das eigentlich gewöhnt sind. Der Regierungschef ist aber auch nicht da. Der Regierungschef ist, was sagt er dazu? Ja, da müssen wir den Regierungschef fragen, hat er gemeint. Und hat er sicher auch recht diplomatisch. Entstanden ist die Brücke als Projekt vom Verein Agglomeration Werdenberg-Liechtenstein. Träger von dem Verein sind alle 6 Werdenberger Gemeinden, das ist der ganze Ort Liechtensteiner Gemeinde und eben auch das Fürstentum Liechtenstein und der Kanton St. Gallen. Und das Ziel ist es, eine Stärkung von der grenzüberschreitenden Kooperation sichtbar zu machen und das ist hier sicher geraten. Im Sommer 2018 ist gestartet worden mit den Arbeiten und jetzt eben steht die Brücke hier 152 Meter Spannbreite und das ist eben auch eine Brücke, die Lücke im Radwegnetz vom grenzüberschreitenden Pendlerverkehr schließt. Auf jeden Fall kann man sagen, Freude herrscht die zweite Brücke über den Rhein durch und das Eigenartige ist noch, auf Liechtensteins Seite hätte es ja mal eine Hängebrücke geben zwischen dem Oberland und dem Unterland, ist dann eben nicht zustande gekommen, ja, und dann hat man eben diese Brücke gebaut. Also alles in allem wirklich ganz, ganz ein glücklicher Brückenschlag über den Rhein durch. Ludwig, grüezi, eine neue Brücke für dich auch? Ja, sicher. Wunderbar. Jetzt ist man schneller da zu verdotzen, wenn man einen Vortag will. Herrlich. Aber auch zum Velofahren. Driesen nur. Herrlich. Du, Hildegard, für deinen Driss zum Joggen auch. Schnell das verdotzen. Ja, es ist super. Jetzt kann ich auf der einen Brücke rüber und auf der anderen zurück. Dann kann ich schöne Runden machen. Ist wirklich perfekt. Rudi, wer hätte das gedacht? Eine Brücke? Ja. Eine neue. Ja, eine neue. Eine neue, ja. Es ist tatsächlich zustande gekommen. Etwas Spezielles auch für dich? Ja, ich bin ja einer der Mitbegründer des Agglomerationsprogramms. Und das ist natürlich jetzt toll, dass es mal endlich gelungen ist, etwas, was die Bevölkerung mal auch sieht und kann darüber reinfahren. Sonst ist ja viel von dieser ganzen Geschichte ein Planungsprozess. Und das ist wieder eine andere. Da nimmt die Bevölkerung nicht so wahr wie die Brücke. Und das ist eine symbolische Verbindung zwischen Liechtenstein und Schweiz einmal mehr. Und zeigt, dass der Rhein nicht wirklich eine Grenze ist, sondern eben ein verbindendes Element, eben dank so einer Brücke. Die Brücke ist ab sofort frei für Fußgänger und Radfahrer.